Okay, some crypto news vom 16., 17., 18., 16. und 17., ja. Russia opens first blockchain school in Moscow and class started March 2018 with focus of the Ethereum blockchain. Vitalik Buterin is the advisor. Russland öffnet die erste Blockchain-Schule im Land in der Hauptstadt Moskau und die ersten Lektionen starten im März 2018 mit dem Fokus auf den Ethereum-Blockchain. Vitalik Buterin ist Ratgeber. Ja, das hier chinesisches neues Jahr hat angefangen, Chinese New Year started, the Year of the Dog, Jahr des Hundes. Das erste Krypto-Café in Irland, in Dublin, hat eröffnet. Er ist akzeptiert Ethereum, Litecoin und andere Kryptowährungen als Zahlung. First Crypto and Coffee Shop in Ireland, Dublin opened, it's accept Ethereum, Litecoin and other cryptocurrencies as a payment. Yeah, you can check out this news in Telegram, t.me/escalacoins. Sie können dieses ebenso finden auf Telegram, t.me/escalacoins. Atari will soon have a token for gamers. Yeah, famous platform Atari. Atari wird bald einen eigenen Token für Gamer haben. Sollte jedem bekannt sein, Atari, seit den 80ern. Ja, yeah, good friend von Warren Buffett, Bill Gates said, the future of money is cryptocurrency. Ein guter Freund von Warren Buffett, Bill Gates, sagte, die Zukunft des Geldes ist Kryptowährung. Okay, mehr auf Telegram.